Ja, moin Leute, euer Vionex wieder am Start und heute am Montag mal ein kleines Zusatzvideo. Ihr wisst, normal regulär mittwochs, freitags, sonntags unsere Updates, aber wir hatten letzte Woche den Patch 20.4 und wir haben Freitag im Video schon drüber gequatscht, die neuen Heroes etc. Und ein großer Punkt ist, Mayev verlässt das Game und wird als Hero erstmal aus Battlegrounds entfernt. Mal sehen, ob wir sie wiedersehen werden, ob sie reworked wird, gepatcht, gebalanced, wir wissen es noch nicht. Ich habe aber die Chance genutzt in den letzten 2 Tagen und habe dann nochmal Mayev picken können und habe dann ein cooles Game aufgenommen. Und deswegen dachte ich, als kleiner Abschied zu der guten Mayev, bringe ich euch hier ein Bonusvideo und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Runde. Und wenn ihr natürlich den neuen Battlegrounds-Content nicht verpassen wollt, lasst uns gerne ein Abo da, zeigt uns, dass euch der Content gefällt mit einem Like. Und ja, viel Spaß bei der Runde. Wir sehen uns. Ja, moin Leute, wir spielen Mayev oder Maeve in Hearthstone Battlegrounds. Und ja, ich habe gedacht, wir gucken einfach mal, wie man Mayev spielt, denn sie gehört zu einem der Heroes, die man nicht mit der Standard-Curve spielt. Und wir schauen einfach mal, wie sie funktioniert. Denn ähnlich wie Rotharm, den wir auch mit im Game haben, oder Queen Wack-Toggle, Pyramid, all diese Heroes, die nur eine 1-Gold-Hero-Power haben, spielt man auch Mayev mit einer etwas anderen Curve. Denn wir werden Turn 2 nicht leveln, sondern Turn 2 kauft man eine Unit und nutzt seine Hero-Power, um dort die Value zu maximieren. Und wie die Curve dann funktioniert, gucken wir uns einfach mal zusammen an. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es ein erfolgreiches Match wird. So, hier in dem Turn, wir kaufen und wir wollen unbedingt die Hero Power nutzen. Und wir nutzen die hier, um uns nachher die Blood Gems zu sichern. Früher war Mayev noch mal eine Ecke stärker, weil sie dann einen HP-Buff, ich glaube, da hat sie plus 2 Attack und plus 1 HP gegeben, das war komplett OP. Deswegen ist sie inzwischen nur noch den plus 1 Attack. Aber man darf ja nicht vergessen, man kriegt das Minion zwar 2 Turns verzögert, aber man kriegt es für 1 Gold. Das heißt Battle Cries oder Blood Gem Generator jetzt mit den Stachelebern neuerdings. Ja, also Sachen kann man sich das sehr, sehr günstig holen, quasi ohne Goldverlust. Das heißt, man generiert Value, ohne da Gold zu verlieren. Rafarm hat gelevelt. Der versteht, glaube ich, noch nicht, wie man seine Curve spielt, denn auch Rafarm würde man zweiten Turn Hero Powern. Ich beschwere mich nicht, wir Hero Powern hier und besorgen uns den Salamental. Das sind 2 Gold für 1 Gold. Das kann man schon mal machen. Und dann gucken wir hier, ob wir irgendwas davon haben wollen, aber nein. Ich hätte gerne natürlich einen Demon gehabt, um unsere zwei Wrath Reaver ein bisschen zu buffen und damit ein bisschen safer erstmal zu sein. Aber ich rechne damit, dass wir deswegen jetzt den ersten Turn auch mal verlieren. Denn die meisten werden jetzt mit 3 Units hier ankommen. Tut er. Und da ist sogar ein Spawn bei. Hier tut weh. Bitte hitte einen rechts, links. Ja, okay, egal. Alle einzeln gehittet. Mit ganz viel Glück hätte man vielleicht 2 holen können, aber das Gewinnen war nicht drin. Ja, 100% Lose seht ihr da. Ja, das ist ein super ätzender Turn. Es passt nichts rein. Wir brauchen eigentlich einen Demon. Das sind auch keine starken Solo-Units. Wir werden Full Risiko hier spielen. Machen wir hier gar nichts? Spüren wir die? Ich weiß es noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wrath Reaver gleich gehen müssen. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier den kompletten Schaden mit. Wir werden jetzt richtig aufs Maul kriegen. Der wird mit 5 Units wahrscheinlich da stehen. 4 oder 5. Und ja, das ist dann leider einfach so. Ah, er stackt Units. Okay. Aber das ist nicht schlimm. Da wären wir auch mit, wenn wir 2 von diesen schwachen Units aus dem letzten Shop hätten gekauft, wären wir da auch so mit untergegangen. Und das sind doch Units, die sich definitiv mehr lohnen. Ich glaube, ich kaufe die beide. Die Frage ist,
Ja, das kommt doch gut aus. Die Frage ist, wer kriegt die Blood Gems? Der Elemental in dem Moment erstmal. Und nicht dabei sind Murlocs, Pirates und Dragons. Was bedeutet, wir haben hier schon die zwei Divine Shield Units gefunden, die es diese Runde in Terran Tier 3 gibt. Da der Bronze Warden nicht dabei ist, weil Drachen nicht dabei sind. Wir könnten noch bei Stachelebern den Terran 2er finden, der für jeden Blood Gem immer den kriegt. Der ist aber nicht so gut. Ich glaube, wir spielen da eher den Bristleback Knight, der in Terran 5 ist. Falls wir so eine Menagerie-Route spielen, sieht aktuell ja so ein bisschen danach aus. Oh, sehr gut. Der hittet quasi die zwei stärksten Unit. Selbst er hat einen, und der Wrath Reaver hat einen Trade gemacht. Zwei sogar. Gut, wir können Unentschieden holen. Nice, nice, nice. So, wir kriegen hier. Das geht doch genau auf mit. Verkaufen ihn. Exakt. Um hier zu leveln. Geben den beiden die Buffs. Und scalen über den Iron Sensei ein bisschen. Gleich können die Wrath Reaver gehen. Ich hatte eigentlich die Idee, early über zwei, drei Demons mit den Wrath Reavern zu stabilisieren, aber wir haben nicht die Units gekriegt. Waren dann aber lucky mit dem Power Level, early unsere zwei Divine Shield Units zu finden. Und ich hoffe, dass wir darüber jetzt die Chance kriegen, in Tavern 5 oder so zu kommen. Von denen lohnt sich keiner. Man hätte einen Wrath Reaver verkaufen können zum Hero Pawn, aber das lohnt sich da gerade gar nicht. Oh. Der gute Lich King hat noch nicht verloren. Double Spawn ist natürlich stark. Double Spawn und dann noch ein Divine Shield. Und eine Bombe. Also das ist so midrangey, der Build. Das ist schon hardcore. Er holt sich das Unentschieden. Verliert immer noch nicht. Eigentlich sollte damit Winstreak abbrechen, oder? Das ist natürlich gerade interessant. Wir können auf 5 Leveln und eine 6er-Unit discovern über die zwei. Und los. Maxner, Poisonous oder Amalgadon. Ja, dann nimmt man doch den. Ah, die Weinschieb wäre schon schön gewesen oder Poisonous. Macht aber nichts. Wir nehmen hier die zwei Gold noch mit. Gucken mal hier so weiter. Das ist es noch nicht. Aber Max sind ja drin. Wir können ihm immer noch gleich Divine Shield geben. Murlocs sind halt nicht drin. Deswegen wäre Poison ist natürlich nice gewesen. Aber das ist okay. Ja, das Geld auch eher. Ja, Spawn super beliebte Unit aktuell. Schön midrangey. Gewinnt einen viele Fights im Midgame. Deswegen nehmen den viele mit. Wir können da natürlich jetzt gerade so ein bisschen gegenhalten mit den ganzen Divine Shields, die wir haben. Oh. Und wieder ein Unentschieden. Die Leute sind ein bisschen lucky, glaube ich. War der Win-Chance eher bei uns? Ja, definitiv. 60% Win-Chance auf unserer Seite. Och, vielleicht können wir da ja nochmal gucken. Ja, und das ist, glaube ich, auch der das Beast, was man gerne scaled. Und
Das wäre dann der Triple, den man haben möchte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kriegen wir gerade nicht aufs Board. Ich will das Geld nicht verschwenden, indem ich den Mack verkaufe. Deswegen gehen wir jetzt so erstmal. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir denn die Cave Hydra scalen. Elemental wären drin, also wir könnten so einen Nastormove finden. Wir könnten auch einen Ragnaros finden. Lil Ragnaros wäre natürlich eine Option, den als Elemental zu spielen zum Scalen. Ja, und ansonsten über die komplette Menagerie-Schiene. Deswegen ist der Faceless ganz interessant. Schieben wir den nach hinten? Ja. Und wir müssen ja nicht. Wir haben 4 Gold da hinten gebankt, das ist auch ganz gut. Ja, wie gesagt, Cave Hydra noch gerade sehr schwach. Ah, ärgerlich. Geht aber noch von Damage. Ja. Das geht alles noch so. Ne, den kaufe ich nicht. Den werden wir Hero Pawn für später irgendwann. Schöne Demon-Karte hier. Wenn man Menagerie geht. Und das ist das Quilber, was man haben möchte, wenn man Menagerie geht. Und damit hat man eigentlich alles, was man haben will. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir das machen. Man kann natürlich auch den Faceless trippeln und damit direkt eine Unit Golden kopieren, das ist auch sehr cool. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz okay gerade. Der Iron Sensor muss natürlich gleich weg. Wir haben eigentlich alle Units, die es diese Runde gibt, plus eine extra Unit. Wir haben aber noch nichts, was der für den Menagerie-Effekt sorgt und unsere Minions scaled. Das ist so unser einziges Problem, sage ich mal. Und wenn wir die Minions nicht gescaled kriegen, dann muss die Cave Hydra gleich gehen, weil sonst braucht sie einfach nur ein Board Space und ist ziemlich unnütz. Viel wert. So, der zweite schafft es auch, den Rest zu clearen. Und damit gewinnen wir. Strong, cool. So, wir trippeln. Und gucken mal, was uns da erwartet. Boah, nicht so richtig geiles. Wir nehmen mal den Djinn mit. Wir geben ihm die Hero Power. Eine goldene Cave Hydra könnten wir natürlich machen nächste Runde. Indem wir einen der Faceless nehmen. Dann hätte sie zumindest schon mal 4 Attack. Das wäre ja zumindest schon mal okay. Und wir dürfen wieder einen Sechser discovern. Das darf man auch nie unterschätzen. Wobei, wir müssen halt einen Lightfang finden oder einen. Puh. Oder einen Agem. Aber wenn wir einen Agem, dann müssen wir auch einen Blood Gem Generator finden. Ja, jetzt kommen wir langsam in die Bredouille, dass wir super die stärksten Single Menagerie Units haben, die es eigentlich gibt.
Oh, wir haben einen Triple. Ah ne, wir haben keinen Triple. Uns fehlt einer. Der ist ja nur durch den Dings gekommen. Ja, wir reduzieren den Schaden maximal, das ist okay. 7 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Möchte man die Hydra golden machen? Ich sag mal ja. Und das Divine Shit geben wir unserem Kollegen hier auch. Und das wäre Scaling, ja, nice. Oder das wäre unser Scaling. Das geht natürlich jetzt beides. Das wäre Single Unit Scaling, das wäre alle, aber nur plus 1. Wir nehmen alle, oder? Bin da noch nicht so glücklich mit, aber so ist es jetzt. Der Cleave da vorne tut natürlich gleich weh. Aber der wird genau in den reinkleaven. Oh, Gott sei Dank nicht. Zum Glück überleben wir da. Der hat viel gearbeitet für uns, sehr gut. Und langsam ist unser Cleave auch groß genug, um was zu machen. Cool. Oh, und wir hauen den sogar raus. Turn 11 gehen die ersten Leute raus. 3 Stück direkt auf einmal. Heftig. Ah, da ist der Agim, den wir brauchen, ne? Ja, 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 ja. Und ich werde den auch direkt kopieren, denn wir wissen ja nicht, wie langfristig das bleibt. Ich kaufe den erstmal. Mein Problem ist, wenn ich ihn kopiere, habe ich keinen Board Space mehr, ohne den Chalgar da zu verkaufen. Ja, aber ich muss das machen. Oh, sehr geil. Komm. Spiel das. Nein! Ich musste die doch noch da drauf. Das wär, jetzt fehlen mir 3 Buffs. Oh, das könnte richtig wehtun jetzt gleich, Leute. Aber wir kämpfen Gott sei Dank gegen einen der Ghosts. Der Turn war cool. Der Turn war richtig cool. Wir haben wirklich, glaube ich, das stärkste, alle die stärksten Menagerie Units. Wir haben den Elemental mit Divine Shield, den Mech mit Divine Shield, den Stacheleber mit Divine Shield, den Cleave Beast und den Battlemaster Demon. Das ist absolut gut. Und wir können den noch trippeln. Sehr nice. Bevor wir den spielen, werden wir jetzt natürlich versuchen, hier kaufen wir den. Ich glaube, ich brauche den nicht zu trippeln. Das ist nicht das, worum es geht, sondern ich brauche sowas. Das bringt mir viel mehr.
Wer ist mehr wert, Divine Shield oder Poisonous? Beide. Ich brauche den Battle Master nicht unbedingt. Oh, das sind natürlich die Blood Gems, die man braucht. So, Leute. Kein schlechtes Board, aber er schafft es nicht hinten durch den Taunt durch. Oh, wir auch ganz knapp nicht. Super ärgerlich. Starke Units da hinten. Gut, aber er macht's. Und jetzt geht's nur noch über Divine Sheets. Nur noch über Blood Gems generieren. Kann ich irgendeine Unit auf dem Board gerade verkaufen? Ich glaube nicht. Das heißt, ich kriege keine Divine Shields generiert. Keine Blood Gems generiert. Was laber ich? Ja. Ist eigentlich egal, was man da kauft. Kauft man da überhaupt irgendwas, ist die Frage. Nö, ich habe eh kein Board Space. Also selbst wenn ich durchroll, kann ich jetzt Geld generieren. Ich glaube, wir sind sehr, sehr stark. Ich glaube aber auch, dass wir noch nicht hart genug skaliert sind. Heißt, ich werde jetzt noch einmal auf jeden Fall hier Blood Gems durchrotieren. Und dann vielleicht den zweiten Amalgadon spielen. Es kommt darauf an, was wir jetzt finden beim Rotieren. Das Problem ist, er ist zwar Quillbor und die beste Unit, die man scalen will. Da er aber selber Quillbor ist und wir hier noch den Blood Gem Generator haben, splitten wir die Buffs zwischen denen. Ich meine, es wäre OP, wenn sie oder er jetzt noch Divine Shield hätten, dann bräuchte man ihn nicht spielen. Von daher ist das quasi der Nerf der ganzen Klasse. So, schön ins Divine Shield, perfekt. Der macht beide Taunts weg, auch perfekt und überlebt das. So, er verliert beide Divine Shields an mir. Okay, aber jetzt hat er keine Refresher mehr, wenn ich es richtig sehe. Doch, der eine kann den anderen refreshen, aber nicht andersrum. Das heißt, es kommt auf die Richtung an. Passt. Er gewinnt das aber wegen den Tokens. Oh, unlucky. Na egal. Wir leben noch. Alles gut. Alles gut. Ja, ich glaube, wir gehen all in. Kam irgendwas, was mir noch ein... Je nachdem, was da rauskommt. Divine Shield. Okay, wir behalten ihn.
So Leute, das war nochmal eine Runde mit viel Scaling. Entweder gewinnt damit die nächsten zwei Fights oder das war es. Aber er kann definitiv nicht mit dem Bild von da oben und mir mithalten. Glaube ich nicht, selbst mit der Unit da hinten nicht. So, das komplette Einserboard zerreißen wir komplett. Er ist raus. Er hat eh nur noch ein AP. Es spielt keine Rolle, was er da besiegt noch. Ja, nice. Wir haben sehr viele Divine Shields. Also er müsste theoretisch einen Ghoul spielen. Er hat aber selber die zwei Divine Shields. Muss er gucken, wie er das macht. Ich kann mir vorstellen, dass er wird jetzt umstellen. Er wird wahrscheinlich einen der Max nach vorne stellen und die Max nach an zweiter Position, damit er auf jeden Fall von Poisonous gehittet wird. Und wir kommen hinten halt nicht durch seine... Ja, dann kaufen wir hier Poisonous als Ersatz, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, wir werden nichts mehr spielen können. Wir werden einfach so verweilen und schauen, wie unsere Gewinnchancen da gleich aussehen. Ach, Scaling-Möglichkeiten haben wir jetzt keine mehr. Könnten halt noch... Ich glaube, Bristleback ist wirklich unsere schwächste Unit. Der könnte halt noch verschwinden. Wir haben einen Stacheleber durch Agim selber. Wir haben einen Elemental, wir haben einen Mech, wir haben einen Beast und wir haben keinen Demon. Dafür haben wir beide zwei Amalgadons, beide mit Divine Shield, einer mit Poisonous. Ja, er hat es genauso umgestellt, wie ich erwartet habe. Der Counter dagegen wäre natürlich jetzt einen Amalgadon nach vorne zu stellen. So, die refreshen sich gegenseitig. Aber das ist es dann auch. So, jetzt hat er keine Refresher mehr und damit sollte das Ding locker durch sein. Sind das 20 Schaden? Ich weiß es nicht ganz. Es sind genau 20, richtig? Und da haben wir einen Win mit Maeve. Einer der stärksten Menagerie-Builds, die ich, glaube ich, jemals zusammengekriegt habe. Ich fand's richtig geil. Welche sind eure Lieblings-Units pro Klasse? Ich finde, bei Beast ist es Cave Hydra, bei Max ist es entweder Deflectobot oder natürlich Foe Reaver, also der große Cleave, den man aber erst in Tavern 6 findet. Bei den Elemental ist es Crackling Cyclone oder auch Wildfire Elemental ist es, glaube ich, der quasi der Cleave der Elementals. Bei den Drachen Bronze Warden wahrscheinlich, finde ich richtig cool. Und bei den Demons ist es Battlemaster, würde ich sagen, ja. Schreibt es mal gerne rein. Wenn ihr gerne mehr Hearthstone und Battlegrounds-Content sehen wollt, lasst uns gerne ein Abo da und ein Like, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Checkt gerne die anderen Formate und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.